So. Das war's mit meinem Speer. Okay, und das war's auch mit meiner Infanterieeinheit. Die besitzt da oben erstmal nichts mehr. Können wir hier schon mal schön vorbereiten. So. Und da erwische ich keine von meinen eigenen Einheiten. Das ist sehr gut. Die Infanterieeinheit können wir damit genauso gut hier noch fertig machen. Da muss noch mehr nach oben geschickt werden. Ups. So, den Panzer lasse ich hier mal ein bisschen ausruhen. Und ja. Da kommt ihre Gabe. Ah, Mann. Das, was ich viel weniger mag als ihre Spezialgabe. Da traut sie jetzt sogar mit ihrer Flak-Einheit da anzugreifen. Gut, dass ich da schon den Titanpanzer oben in Stellung habe jetzt, der in der nächsten Runde da schön eingreifen kann. Auch gut, dass nichts da oben irgendwie großartig noch genug HP hat, um da innerhalb von wenigen Tagen zu besetzen. Und so wie es aussieht, kriege ich ja nächste Runde ja sowieso eine Attack Power. Ja doch, machen wir mit der hier. Die da oben erwischen mich da hinten noch ein paar Sachen. Mal gleich den hier ab. Mit den hier erwische ich jetzt im Vorbeigehen sowieso mit dem hier. Und bevor ich jetzt weitergehe, da muss eine Missile rein. Erstmal die gefährlichen Einheiten aus dem Weg räumen, die Panzer. Und da ist schon ein schönes Geräusch zu hören gewesen. Das Geräusch einer blinkenden Super-Co-Power. In diesem Fall ist sie nicht nur Super, sondern sogar Tag. Aktiviert wird die allerdings erst nächste Runde, denn ich möchte diese Gabe mit Sascha anfangen, weil die Gabe nur dann ihren vollen Effekt entfaltet. Ihr könnt ja schon mal überlegen, was die kombinierten Gaben aus Colin und Sascha so alles bewirken können, wenn Sascha sie anfängt. Vor allem, wenn ich jetzt schon so viel Geld habe. Und sie macht nicht mal wirklich was. Also. Siehe eine der stärksten Tag Powers in diesem Spiel. Mit gerade mal 130% Feuerkraft. Trust Fund. So, wir haben jetzt, ich erkläre es jetzt mal im Laufe der Zeit,
wir haben jetzt eine Gabe, die uns Geld dafür gibt, dass wir Einheiten kaputt machen. Und wir haben im Anschluss eine Gabe, je mehr Geld wir haben, desto höher ist die Feuerkraft. Wir haben also insgesamt eine Tech-Gabe, die so synergiert wie kaum eine andere. Das gibt jetzt gleich eines der stärksten Powers of Money, die ihr jemals gesehen habt. In einem normalen Spiel mit so wenig Geld vor allem. So, jetzt kommt Colin. Und der hat jetzt wie viel Kohle? Moment, können wir gleich mal nachschauen. 55.220. Okay. 266% gegen Infanterie und Mecheinheiten und 211% gegen eine Artillerie. Wir würden das Ding zweimal kaputt schießen können. Wenn das Ding jetzt nämlich 21 HP gehabt hätte, hätten wir es trotzdem kaputt bekommen. Das ist das Schöne an dieser Gabe. 329%. So schön hohe Zahlen kriegt man nämlich selten zu sehen. Nur mit dem Geld Maximum Power of Money ist schöner. Müssen wir schön unsere Einheiten noch versorgen. Jetzt, wo wir das Geld für die Gabe nicht mehr brauchen, können wir es ja mal wieder ausgeben. Black Bombs dürfen wir jetzt übrigens aufbauen. So, dann noch einen Neotank und... Ja, warum nicht noch ein Neotank? Die Dinger, von den Dinger kann man nie genug haben. Und jetzt, spätestens jetzt solltet ihr verstehen, warum ich in diesem Spiel, also in diesem Level, das Level eher geroutet habe als 15 Basen besetzen. Und da kommt sie schon wieder mit ihrem Urban Blight und das mag ich gar nicht. Vor allem, weil ich jetzt gerade eine Infanterieeinheit auf einer Stadt stehen habe, die eigentlich in der nächsten Runde das Besetzen anfangen sollte. Aber, naja. Es sieht nicht so aus, als bräuchte ich von dort hinten noch großartig viel Verstärkung. Ja, da geht jetzt das ganze Geld für die Reparatur flöten. Nee, der kann noch was anschießen da hinten. Oder nee, da ist er doch noch zu eins zu weit entfernt. Müssen wir mit dem APC mal den anderen APC supplyen. Das ist ja das Komische an APCs. Sie haben unendlich Benzin und Munition, das sie an andere weitergeben können. Aber für sich aber selber kann ihnen das Benzin ausgeben. Können aber immer noch, selbst wenn sie leer sind, andere Einheiten mit Benzin versorgen. Nur sich selbst nicht. Das finde ich irgendwie komisch. Nein, nicht scheuen. Einheiten werden hier nie rechtzeitig repariert. Ich meine, wie lange steht der Panzer jetzt schon da unten? Kriegt immer wieder auf die Fresse wegen ihren blöden Gaben.
Ist ja nicht genug, dass der nicht sowieso schon zu langsam besetzt. Jetzt, der muss auch noch interrupted werden da hinten. Das ist gerade zu wenig. Wobei, der kommt da gerade schön ran. Und schon ist der wieder auf 4 HP. Ach ja, da unten kann man auch noch mal ein bisschen Benzin und Muni auffüllen. So, da fangen wir auch schön das Capture an. Nee, die braucht jetzt nicht mehr kaputt schießen. Ich frage mich, ob dieser Panzer jemals noch auf 10 HP kommt. Das ist zu wenig. Ups, da wollte ich ihn erst recht nicht hinfahren. Mit den Speeren verfahre ich mich heute ganz schön häufig. So. Was ich eigentlich machen wollte, ist hier diesen Kampfpanzer finishen, bevor er sich reparieren kann. Nein, ich wollte auch nicht hier hinfahren. Ich wollte hier diese Mechern halt mit diesem Panzer beschädigen. Anschließend mit dieser Mechern halt K.O. setzen. Ich verklick mich heute aber auch ständig. Da oben noch ein bisschen was abschießen. So. Dann gibt es noch einen kleinen Gold Rush. Dann holen wir uns noch einen weiteren Bomber. Dann bauen wir hier noch einen Medium Tank. Das war zu erwarten. Aber solange der Speer das überlebt, ist mir egal. Also muss sie 2 Angriffe drauf verschwenden. Da hat sie gerade einen schönen kleinen Fehler gemacht. Da hat sie eine Basis unbeaufsichtigt gelassen. Tja, jetzt kann ich einfach mit meinem Neotank hierher gehen und die Basis blockieren. So, nachdem die ganzen Flak-Einheiten für meinen Bomber da hinten sowieso sehr gefährlich sind, sollte ich die auch möglichst irgendwie aus dem Weg räumen können. Auch wenn ich noch so wenig Schaden dagegen mache. Und hier noch den. Oh, das hat gereicht. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich hätte nämlich eigentlich gedacht, dass das eben nicht reicht. Ah, verdammt, ich verklick mich jetzt aber ständig. Bin mal gespannt, ob der Bomber das überlebt.
Gut, sie kann zwar nicht von der Stadt aus angreifen, aber wenn sie einen Urban Blight hat, dann wird sie es auf jeden Fall schaffen, ihn zu KO'en. So, endlich haben wir die Basis da hinten. Dann hoffe ich mal, dass sie den Bomber nicht runterschießen kann. Ja, natürlich, sie hat einen Urban Blight. Es stehen viel zu viele Einheiten von mir auf irgendwelchen Basen. Dann macht sie den nämlich auch. Das könnte jetzt trotz allem wehtun. Ja, genau so. Das wird auch meinem Bomber nicht gut tun. Wie sie sich da hinten mit Händen und Füßen aber auch noch wehrt. Am besten die ganzen Einheiten da weg. Zumindest die Flak-Einheit kriegen wir mal weg. Das ist gut. Die Mech-Einheit hätten wir auch fast gekriegt. Das ist doch auch schon mal ein Fortschritt. War klar, dass das wieder nicht reicht. Allerdings ist sie jetzt sehr bedrängt. Keine Sorge, ich werde früher oder später irgendwann nochmal einen dieser Megatanks bauen. Aber ich benutze die so ungern, weil die sind einfach ein bisschen zu klobig. Die sind ziemlich langsam und wenn ich nicht gerade mit Chess spiele, bringen sie es auch nicht wirklich. So, nachdem ich jetzt ziemlich viele Einheiten während des Gefechts verloren habe, werde ich nochmal ein bisschen spammen. Alles, was ich kann. Oh, hier ein Speer gilt es jetzt nur noch kaputt zu machen und ich habe zwei Artillerieeinheiten in Reichweite und ein paar sehr gut intakte Einheiten, die das Ding sehr locker K.O. setzen können, vor allem weil die zwei Artillerieeinheiten ja eigentlich schon reichen. We lost. How could this be? It happened so fast. Looks like your precious pipe run Entschuldigung. Looks like your precious pipe runners fell flat. Now surrender or run scared. Such a ridiculous invitation. This is all Lash's fault. Huh? My original idea was much better. It would have been a truly grand weapon. But then that girl took it on all by herself. And well, you see the results. No wonder we lost. You've got to be kidding me. Spoken like a true seer, Candy. Everything is the fault of Lash. You're blameless in all things. Beautiful, beautiful, beautiful. Aren't I though? Yes, Lash's fault. Never trust a child with a lady's chop. What a useless weapon. This lady's psycho. Shut it, lowlife. I don't need such a weak weapon. Keep it or destroy it or whatever you like. I care not. Unit, until we meet again. Retreat, retreat, retreat. Ah, those three stooges really tick me off. It seems that the Cocos aren't as united as we thought. Blaming each other, squabbling. I'm so glad we're not like that. Good, I hope they bust a cow in each other. Now we have to find those blueprints. Colin? Yes, it's coming. Yes, I have the blueprints right here.
Hold on, where is it? Found it. Here it is, the blueprint. Good. Hey, sweet. Now we can totally bust out our own pipe runners. It's such a large-scale weapon. How can we best take advantage of it? A wise lesson for us all. We must never underestimate the science of black hole. You got that right. Those fellas just keep cranking out weird weapons. We're in a good shape now. All units, move out. We'll unleash this new weapon the next time we face Black Hole. Naja, ich habe eher das Gefühl, dass wir sie niemals verwenden werden. Ja, gut, dass ich am Schluss nochmal ein paar Einheiten gebaut habe, sonst wäre das mit dem Technik-Score lange nicht so gut ausgefallen. How was that, sis? Good, not great. I can do better. Jetzt mal davon abgesehen, dass Colin in einem weit höheren Tier ist als Sascha. Sollte Sascha dabei nicht so die große Klappe halten. Ihr kleiner Bruder ist wesentlich stärker als sie selbst. So, dann speichern wir mal wieder.